Ja, willkommen zur Science Moments Veranstaltung. Die 10. und 11. Klassen sind ja jetzt hier bei uns in der Aula. Die 9. sind zugeschaltet und wir begrüßen ganz herzlich den Herrn Professor Dr. Klaus Reinhold aus der Universität Bielefeld. Ich erzähle euch noch ein bisschen was zu Herrn Professor Reinhold. Er hat schon eine lange Forscherkarriere hinter sich, hat dabei in vier Ländern gearbeitet, Österreich, Deutschland, Schweiz und den USA, über 100 Paper veröffentlicht, arbeitet gerade als Fachkollegiat in der Deutschen Forschungsgemeinschaft, wo er unter anderem für die Zuteilung von Fördergeldern zuständig ist. Ja, außerdem führt ihn seine Forschung fast jedes Jahr nach Griechenland, wo er Heuschrecken untersucht hier in Griechenland. Dadurch ist ihm Griechenland eigentlich ganz gut vertraut. Eine witzige Forschung, nachdem ich ihn gefragt habe, eine Forschungsfrage, die er hatte, ist zum Beispiel, also etwas ganz anderes als Heuschrecken jetzt, aber haben Studenten, die schneller gehen, attraktivere Gesichter oder mehr Sexualpartner? Also eine interessante Frage, eine witzige Frage. Vielleicht wird die ja am Ende in der Diskussion beantwortet. Zurzeit lebt Herr Professor Reinhold in Bielefeld. Er hat dort eine Arbeitsgruppe, die auch recht multikulturell ist, auch unter anderem mit einer Griechin darin. Und dort in Bielefeld wohnt er mit seiner Frau, seiner Schwiegermutter, zwei Katzen und drei Schafen. Und ja, ich wünsche viel Spaß. Wir haben erst einen Vortrag von etwa 45 Minuten und im Anschluss gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen und eine kleine Diskussion aufkommen zu lassen. Ich denke, die Inhalte des Vortrags werden bestimmt zu einigen Fragen reizen. Okay, dann gebe ich das Wort an Herrn Professor Reinhold. Danke. Herzlichen Dank für den Applaus, über den ich mich sehr gefreut habe, und Kalimerasas. Ich will heute meinen Vortrag damit beginnen, Ihnen zu zeigen, dass Evolution auch für den Menschen ganz wichtig ist und Liebe und Tod, oder man kann es auch anders, moderner auf Englisch ausdrücken, Sex and Crime, die erzeugen Aufmerksamkeit. Und das ist schon seit langer Zeit so. Wenn man zurückgeht im Gilgamesch-Epos, in den Epen Homers, bei Goethes Faust oder in den modernen Telenovelas, überall geht es relativ viel um diese Themen. Das Alte Testament, Boccaccias Decamerone, diejenigen, die Latein haben, kennen wahrscheinlich dieses Werk. Und die fesseln uns, diese im Zentrum stehenden Themen fesseln uns. Warum ist das eigentlich so? Und darauf will ich Ihnen heute eine Antwort geben, aber bevor ich das kann, will ich ein bisschen ausholen. Sie kennen diesen Herrn, normalerweise wird er wie rechts oben abgebildet in seinem fortgeschrittenen Alter. Eigentlich müsste ich ihn, Charles Darwin, als jungen Mann, nicht viel älter als die jungen Männer hier, so 22, 23 war, ich glaube 23, als einer der Ältesten auf dem Schiff, als sie mit der Beagle auf Weltreise gegangen sind. Und ich bevorzuge eher den Mann im mittleren Alter, der seine Erkenntnisse publiziert hat. Sie können sich ja vorstellen, warum. Und er wird sozusagen als Vater der Evolutionstheorie oft verstanden. Aber er war bei weitem nicht der Erste, der die Idee hatte, dass sich Tiere und Pflanzen, dass sich die lebende Welt weiterentwickelt. Sein eigener Großvater hat dazu, allerdings unter einem Pseudonym, ein Buch publiziert, weil er wusste, dass das kritisch wird. Also es ist nicht die allmähliche Entwicklung der Lebewesen über viele Generationen, die wir Darwin zu verdanken haben, sondern was er hauptsächlich vorangebracht hat, ist eine Erklärung, warum das so ist, warum sich die Tiere so weiterentwickeln. Und das ist die natürliche Selektion. Um das abzugrenzen und auch zu verstehen, wie er da drauf gekommen ist, zeige ich jetzt kurz was über die künstliche Selektion. Das ist die Selektion, die der Mensch betreibt, indem er Tiere, hier als Beispiel ein paar Hunde, die sind alle aus dem Wolf gezüchtet. Innerhalb von wenigen tausend Jahren gab es bereits die ersten Hunderassen und das sind vielleicht 10, 12, höchstens 15.000 Jahre her, dass der Wolf von Menschen domestiziert wurde. Und die Züchter haben eben ausgewählt, welche Merkmale sie haben wollen von der jeweiligen Hunderasse, klein und süß oder wehrhaft oder gut im Schlitten ziehen in arktischen Gefilden. Und das ist genauso passiert bei unseren Nutzpflanzen.
Darwin hat sehr viel experimentiert mit Tauben. Einer der Vorteile davon ist, dass die pro Jahr mindestens eine Generation haben können, und das ist schon schwieriger bei anderen Tieren. Und da gab es auch sehr viele Rassen, weil viele Leute damals die gezüchtet haben aus Spaß an der Freude. Die natürliche Selektion läuft eben relativ ähnlich ab, nur gibt es da keinen Züchter. Aber die natürliche Umwelt, die Fressfeinde, die Parasiten, die Konkurrenten, die bestimmen sozusagen, welche Formen der jeweiligen Tierart am meisten Nachkommen bekommen, und dann setzen sich diese Formen über längere Zeit durch. Also das ist die natürliche Zuchtwahl, und da ist er aufgrund der künstlichen Zuchtwahl draufgekommen, nur dass es da keinen Züchter gibt, sondern die ganze Umwelt sozusagen als Züchter wirkt. Und jetzt will ich ein paar Folien zeigen, was ist das eigentlich Evolution, was bedeutet das? Unter anderem bedeutet es, dass sich die Tierarten über die Zeit verändern. Das gilt auch für Pflanzen- und Bakterienarten. Hier unten ist ein Mesohippus dargestellt, ein Pferdchen etwa in der Größe von einem kleinen Schäferhund, ja, oder mittleren großen Schäferhund. Es lebte vor 30 Millionen Jahren. Damals gab es noch keine so großen Pferde und gab auch noch keine Savannen, keine großen Graslandschaften. Denn die haben meistens Knospen gefressen, also sich ähnlich ernährt als heutzutage Rehe. Und dann über die Zeit hat sich das Pferd verändert, ist größer geworden, schneller und ist zum Grasfressen übergegangen. Und über die Zeit haben sich dann auch die Füße verändert. Das hier ist sozusagen ein Fuß, was rechts dargestellt ist, die Fußknochen. Die Pferde heutzutage haben nur noch einen einzigen Zeh und laufen auf einem Fingernagel, also einem Huf. Dieses Urpferdchen hatte noch drei Zehen und ist auf allen dreien gelaufen, wie das heutzutage zum Beispiel noch die Nilpferde machen. Also die Tier- und Pflanzenarten verändern sich im Laufe vieler Generationen und sie werden an ihre Umwelt angepasst. Wenn Sie mal links hinschauen und nicht allzu lange drauf gucken, könnten Sie vielleicht denken, das ist eine Hinterlassenschaft eines Vogels, ein Vogelhäufchen auf einem Blatt. Und viele Vögel machen aus verständlichen Gründen bei der Nahrungssuche um solche Häufchen eher einen Bogen. Das nutzen diese Raupen, oder das hat die Evolution die Raupen dazu gebracht, dass sie zumindest aus einer Entfernung für einen Vogel auch aussehen wie ein Vogelhäufchen und dass er sich nicht für sie interessiert. Und die Raupen, die nicht so gut den Vogelkot nachgemacht haben, die wurden eher gefressen, sodass die Raupen überblieben, die das besser machen konnten, und die haben diese Eigenschaften an die nächste Generation vererbt. In der Mitte, da würden manche Leute denken, das ist eine Wespe, aber es ist eine Schwebfliege. Eine Fliege, kann man daran erkennen, dass sie nur zwei Flügel hat. Wespen und Bienen haben vier Flügel. Da wurden diejenigen ausselektiert, die am ehesten ähnlich aussehen wie eine Wespe, sodass sich Raubfeinde wie Vögel nicht gleich rantrauen oder ein bisschen zögern, und es gibt diese Schwebfliege, die sehr schnell fliegt, die Chance zu entfleuchen. Rechts dargestellt ist eine Venusfliegenfalle, eine fleischfressende Pflanze. Die wächst in sehr stickstoffarmen Gegenden und kann dann ihren Stickstoffhaushalt deutlich aufbessern, wenn Fliegen auf diesem roten Teil landen. Das sieht ein bisschen aus wie Aas, vielleicht eine Körperöffnung von Aas. Die stinken jetzt nicht so, manche Pflanzen nutzen zusätzlich noch den Aasgeruch. Und wenn sich eine Fliege annähert und auf diese kleinen schwarzen Haare in der Mitte kommt, bei der zweiten Berührung klappt die zu und dann wird die verdaut, die Fliege. Also die Pflanzen haben sich angepasst an diese stickstoffarme Umgebung, oder die wurden angepasst, indem diejenigen Pflanzen, denen es gelungen ist, ihr Stickstoffhaushalt mit Hilfe von Insekten zu verbessern, die langsam solche Fallen entwickelt haben, die dann aktiv zuklappen und Insekten fangen. Evolution bedeutet auch, dass es näher und entfernter verwandte Tierarten gibt, weil alle Lebewesen auf der Erde auf einen gemeinsamen Vorfahren zurückzuführen sind. Das heißt, wir sind selbst mit Pflanzen wie Moosen oder Bakterien und Einzellern verwandt. Und diese drei Arten, also ein Lemur, ein Pavian und ein Schimpanse, kann man relativ leicht, wenn man sich die Morphologie anschaut oder das Verhalten, herausfinden, dass der Pavian und der Schimpanse näher miteinander verwandt sind als jede dieser beiden Arten mit dem Lemuren, mit dem Kater. Und das bedeutet auch, dass man dann diese Arten in einen Stammbaum stellen kann, wie das hier dargestellt ist. Und der Mensch ist ganz klar viel näher mit dem Schimpansen verwandt als mit dem Lemuren oder dem Pavian, sodass der Mensch da eingefügt werden kann. Also man kann Verwandtschaft in so einem Stammbaum darstellen, ähnlich wie man das mit Familienstammbaum beim Menschen auch macht. Vor allem Adelsfamilien haben das immer gerne betrieben. Also Evolution ist eigentlich ganz leicht zu verstehen. Die
Individuen einer Tierart oder einer Pflanzenart, die unterscheiden sich. Das führt zu unterschiedlich vielen Nachkommen, weil sie eben weniger von Feinden gefressen werden, die Nahrung besser finden, besser verdauen, mehr Eier legen, die Nachkommen besser überleben, sie sich besser um die Nachkommen kümmern. Und diejenigen Eigenschaften, die zu unterschiedlich vielen Nachkommen führen, die erblich sind, also an die Nachkommen weitergegeben werden, die führen dann dazu, dass sich Eigenschaften, die erblich sind und zu mehr Nachkommen führen, auch durchsetzen in der Population. Also häufiger und häufiger werden, bis am Ende die Merkmale, die zu weniger Nachkommen führen, kaum mehr da sind oder verschwinden. Und damit ergibt sich auf lange Sicht eine bessere Anpassung, weil es ja heißt, Feinden besser zu entkommen, die Nahrung besser zu verwerten, besser zu finden, mehr Nachkommen zu produzieren, die besser zu schützen, das ist alles bessere Anpassung. Und auf lange Sicht entwickeln sich neue Arten, die ihren Vorfahren kaum mehr ähnlich sehen, so wie ja auch ein Mensch den Fröschen und Eidechsen und Schlangen, mit denen er verwandt ist, eigentlich gar nicht mehr ähnlich sieht. Und jetzt möchte ich einige häufige Missverständnisse zur Evolution kurz ansprechen und aufklären. Es heißt oft, Evolution ist nur eine Theorie. Gerade von Kreationisten wird es gerne genutzt. Ich war eine Weile in Amerika, da sind die sehr häufig, treten die sehr häufig auf und nutzen die Chance, dass Theorie im Alltagsgebrauch und im Wissenschaftsgebrauch eine ganz andere Bedeutung hat. Im Alltagsgebrauch, ja, theoretisch sollte es funktionieren, tut es aber nicht. Das ist der Alltagsgebrauch. Im Wissenschaftsgebrauch, Theorie ist das beste Wissen, das wir haben. Das sind Gruppen von Hypothesen, oft viele, zusammen, die alle ernsthaft getestet wurden und die man nicht widerlegen konnte. Wie die allgemeine Relativitätstheorie, die Kontinentalverschiebungstheorie und die Evolutionstheorie. Das sind die besten, das beste Wissen, was wir haben. Also ist nicht eigentlich gar nicht bekannt oder funktioniert nicht, sondern ganz im Gegenteil, im wissenschaftlichen Gebrauch, und das nutzen die. Es arbeiten weltweit einige tausend Wissenschaftlerinnen in der Evolutionsbiologie. Es gibt über 1 Million evolutionsbiologische Veröffentlichungen und es gibt keine Widersprüche zur Theorie, die aus den bekannten Daten ableitbar sind. Es ist keine alternative Erklärung haltbar. Innerhalb der Evolutionsbiologie gibt es natürlich viel Diskussionen, zum Beispiel, was ist wirklich der Vorteil von Sex oder warum haben manche Arten 2 Geschlechter und andere nur 1. Ein anderes häufiges Missverständnis ist, dass Evolution zufällig ist. Evolution ist nicht zufällig, nur die Mutationen, die passieren, also die genetischen Änderungen, die sind zufällig hinsichtlich ihrer Auswirkungen. Und die natürliche Selektion gibt dem Ganzen eine Richtung. So ist es kein Zufall, links unten, das sind Seeelefantenbullen, die kämpfen, um Chefs am Strand zu sein, möglichst an einem Strand mit möglichst vielen Weibchen und vertreiben alle anderen Männchen davon. Und da die größeren Männchen Riesenchancen haben, ist das eine der Säugetierarten, wo die Männchen so viel größer sind als die Weibchen, wie es kaum bei einer anderen Art an Säugetieren bekannt ist. Und wenn sich 2 begegnen, die annähernd gleich stark sind, da geht es wirklich aufs Ganze. Und häufig werden die stark verletzt, manche sterben auch nach den Kämpfen, weil es eben um Reproduktion geht. Und auf der rechten Seite sehen Sie ein bekanntes Beispiel, das ist der Birkenspanner. Ursprünglich haben die Tiere alle so ausgesehen wie dieses Tier oder fast alle. Und die dunklen Varianten, das sind Mutationen, durch Mutationen erzeugte schwarze Farben, die sind sehr selten gewesen. Mit der industriellen Revolution in Großbritannien, wo es sehr viele Hochöfen sowas gab, wurden die Bäume, die Oberflächen der Bäume, die Rinde schwarz. Und dann auf einmal hat der Vogel den hier viel eher gefunden. Das heißt, die Häufigkeit von den Schwarzen hat enorm zugenommen, dass am Ende fast alle schwarz waren in diesen Gebieten. Und mit den Umweltschutzmaßnahmen, vor allem im 20. Jahrhundert, ist die helle Art dann wieder häufiger geworden. Evolution handelt auch nicht vom Überleben der Stärksten, wie das leider falsch ins Deutsche übersetzt wurde. Das gab es im Englischen nicht, aber damals in der preußischen Militärtradition überlegen der Fittesten, der Angepasstesten, wurde eben in Überleben der Stärksten umgewidmet, weil das in der Gesellschaft so gedacht wurde. Und ich habe hier 3 Beispiele mitgebracht, die klar zeigen, dass es nicht um die Stärke geht, sondern Vermehrung der besser Angepassten, weil keiner dieser Organismen was mit Stärke im Prinzip zu tun hat. Auf der linken Seite ist eine Orchidee. Diese Orchidee ist eine Sexualtäuschblume. Für uns sieht die nicht aus wie ein Insektenweibchen, aber für die Männchen einer Art häufig nur von Insekten sehen die zum Verwechseln ähnlich aus, riechen so wie die Weibchen dieser Art und wenn sie sich nähern, ist auch der Haarstrich und die Haarlänge
ähnlich, sodass die dann Paarungsversuche sogar auf dieser Blüte machen und dabei sich diesen Pollinien, den Pollenpaketen annähern, die aufgeklebt bekommen und irgendwann merken, okay, das klappt nicht mit der Paarung, mit diesem Pseudoweibchen, fliegen sie weg und sie fliegen auf die nächste Blüte rein und bestäuben damit die Blüte. Hat nichts mit Stärke zu tun. Hier ist ein Paradiesvogel, unglaublich prächtiges Gefieder, das ihn schon behindert. Die machen artistische Kunststücke, singen und sind auffallend bunt. Und die Weibchen wählen, die am besten Gesang haben, die leuchtende Federn haben und artistische Kunststücke vorführen. Alles nichts mit Stärke zu tun und die werden als Paarungspartner ausgewählt. Das können die Weibchen sich leisten, weil sie alleine die Brutpflege übernehmen. So ein auffälliges Männchen wird ja die Räuber zu den Jungen locken. Aber es geht nur um die Paarung. Die nehmen ein paar Spermien mit und produzieren damit Nachkommen und kümmern sich um die Jungen. Und die Weibchen sehen eher aus wie unsere Amseln. Und auf der rechten Seite, das erinnert ein bisschen an einen Morgenstern aus dem Mittelalter. Das ist das Genital eines Käfers. Hat die halbe Körperlänge. Und diese Dornen da am Ende, die sehen auch richtig gefährlich aus. Die verletzen die Weibchen bei der Paarung. Und da muss man sich auch fragen, warum tun die das? Was ist der Vorteil davon? Vermutlich fügen die dem Weibchen Verletzungen zu, sodass die Physiologie des Weibchens umprogrammiert wird. Du bist verletzt, jetzt möglichst schnell möglichst viele Eier produzieren und ablegen und nicht noch einmal paaren. Und genau das ist der Sinn und Zweck von den Verletzungen. Und vielleicht werden auch Substanzen noch abgegeben, hormonelle Beeinflussung des Weibchens findet möglicherweise statt, damit dieses Männchen möglichst einen Großteil der Nachkommen des Weibchens erzeugt und die nicht sich noch mit vielen anderen Männchen verpaart. Also Evolution ist aus diesen verschiedenen Gründen unvermeidbar. Wir sind mittendrin. Wir haben über künstliche Selektion unsere belebte Umwelt verändert. Unsere Nutzpflanzen, unsere Nutztiere und selbst wir haben uns verändert. Da komme ich gleich an einem Beispiel drauf. Also die Evolution hat auch uns ganz stark geprägt, nicht nur zur Steinzeit, sondern auch noch danach. Und die prägt uns und unser Verhalten und unseren Alltag auch weiterhin und auch heute noch. Da will ich ein paar Beispiele nennen, um Sie zu überzeugen. Gibt es erstmal zu dieser Einführung und was Evolution allgemein ist, irgendeine wichtige Frage, wo etwas nicht verstanden wurde, vielleicht zu schnell geredet habe? Ich sehe nichts, okay. Sie haben sich vielleicht schon mal gewundert, warum manche Menschen Milch vertragen und andere nicht. Also Milch vertragen heißt dann, dass man ein Glas Milch oder auch zwei trinken kann, ohne Bauchschmerzen zu bekommen. Gibt es hier Leute, die Milch vertragen können? Vielleicht mal Arme hoch. Wer kann Milch trinken, ohne Probleme zu kriegen? Und wer hat Probleme damit? Ah, es sind relativ wenige hier. Ich hätte ein bisschen mehr gerechnet. Vielleicht trauen sich auch manche Leute nicht. Es gibt eine große geografische Verbreitung von der Milchverbreitung. In Südostasien können kaum Leute Milch trinken, ohne danach Bauchschmerzen zu bekommen. In Finnland und Schweden praktisch alle. Unter den Deutschen sind es vielleicht 90%, die Milch vertragen können. Hier in Griechenland sind es eher 70-80% der Gesamtbevölkerung. Und das hat damit zu tun, dass unsere Vorfahren irgendwann Milch getrunken haben und diejenigen Vorfahren, die Milch besser vertragen haben, hatten einen Vorteil. In Hungersnöten zum Beispiel. Und ursprünglich haben Menschen irgendwann kurz vor der Pubertät normalerweise die Produktion von einem Enzym, das bei der Milchverdauung hilft, die Produktion eingestellt. Die Milch gab es ja dann nicht mehr in der Nahrung und dann ist die Produktion von einem Eiweiß unnütz, das ist Energieverschwendung. Und dieser Schalter, die Mutation, die dazu führt, dass wir das als Erwachsene noch vertragen, das ist einfach nur eine Nonsensmutation, also eine Mutation, die eine Funktion zerstört. Sozusagen der Schalter wird kaputt gemacht und es wird nicht abgeschaltet, wenn man erwachsen ist. Die Kosten sind nicht so groß, vielleicht 1 Gramm Protein pro Tag wird unnötig gemacht. Wenn man aber Milch zu sich nimmt, führt das eben nicht zu Bauchschmerzen und Durchfall, kann die Milch besser verarbeiten und hat einen Vorteil. Und man kann sogar messen, wie groß dieser Vorteil war, aufgrund der historischen Veränderung dieser Verträglichkeit von Milchzucker. Um noch ein anderes Beispiel zu nennen, da ist es schon viel länger her, weil nämlich der Mensch und die Menschenaffen alle Vitamin C brauchen. Das ist sehr ungewöhnlich für Säugetiere. Außer den Menschenaffen, soviel ich weiß, sind es nur noch die Meerschweinchen, die Vitamin C mit der Nahrung aufnehmen müssen. Alle anderen Säugetiere können Vitamin C produzieren, können also nicht Skorbut bekommen. Die Krankheit, die vor allem Seeleute hatten, als sie lange auf See waren
und keine frischen Früchte hatten. Und die Erklärung geht folgendermaßen, dass unsere Vorfahren irgendwann Fruchtfresser waren, wie das jetzt noch Gorillas und Schimpansen sind. Die haben so viel Vitamin C mit der Nahrung zu sich genommen, dass es völlig unnütz war, selbst noch Vitamin C erzeugen zu können. Vielleicht sogar kostspielig, und daher wurde das wegselektiert. Und wir heutzutage ernähren uns weniger von Früchten als unsere Vorfahren vor 2 oder 5 Millionen Jahren. Und deshalb müssen wir darauf achten, genügend Vitamin C zu uns zu nehmen, vor allem wenn wir zur See fahren oder ähnliches. Ich habe mal jemanden kennengelernt, der hat nur noch von Bier gelebt, im Bier sehr wenig Vitamin C, und der hat Skorbut bekommen, weil er 2 Jahre lang außer Bier kaum mehr Nahrung zu sich genommen hat. Ist auch nicht gut aus anderen Gründen für die Gesundheit. Ich überspringe mal diese Folie. Unser Gehirn ist sehr selektiv darin, was im Langzeitgedächtnis bleibt. Das können Sie als Schüler, wissen Sie das sicher hervorragend, auch die Lehrer wissen das, dass man oft nach einer Klausur Sachen wieder vergisst oder über die Ferien und das nicht aufgefrischt wurde. Und unsere Gehirne merken sich mit Emotionen verbundene Geschichten besonders gut. Ja, deshalb sind Märchen, Mythen, Romane, Fernsehfilme, Comics und wissenschaftliche Arbeiten sehr ähnlich aufgebaut. Die bereiten immer vor, sozusagen, was ist die Grundlage, was ist passiert, welcher Mensch ist umgebracht worden, mit welcher Waffe und wer ist der Kommissar und wer spielt da noch eine Rolle. Und dann sozusagen geht es darum, die Ermittlungen, welche Maßnahmen werden gemacht, welche Verhöre geführt. Und am Ende wird sozusagen aufgelöst, wer ist der Mörder. In wissenschaftlichen Arbeiten wird dann aufgelöst, was können wir anhand der Versuche sagen, was wissen wir Neues über die Sache. Und das liegt ziemlich sicher daran, dass für unsere Gehirne es wichtig war, die Geschichten, die in unserer Sozialgruppe vor 1 Million, vor 500.000 Jahren oder 400.000 Jahren erzählt wurden, dass man sich die merken konnte. Und ich habe hier als Beispiele mal ein paar Geschichten mitgebracht, die auch heutzutage noch eine Rolle spielen. Weil es hier Griechenland ist, musste ich natürlich an die Ilias und die Odyssee denken. Die wurden ja jahrhundertelang über mündliche Überlieferung weitererzählt und gar nicht aufgeschrieben. Das heißt, die mussten gut merkbar sein, schon für die Person, die sie erzählt hat, aber auch für die Zuschauer. Das zweite kennen Sie vielleicht aus der Sixtinischen Kapelle, ein Bild zur Erschaffung des Menschen. Auch das sind Geschichten in einer großen Geschichte, die Geschichte der Erschaffung der Welt. Und dann das bildlich darstellen. In fast allen Kirchen, vor allem alten Kirchen, die Leute im Mittelalter noch nicht lesen konnten, hat man das mit Bildern dargestellt, die biblische Geschichte, um sie ihm beizubringen. Und die Leute wussten sehr gut Bescheid. Oder als Beispiel den Tatort, die älteste erfolgreiche Fernsehsendung im deutschen Fernsehen. Und rechts möchte ich Ihnen ein Buch empfehlen, da gibt es auch im Text, aber es gibt es auch als Comic von Harari, Sapiens, und zwar unsere Geschichte, der Aufstieg von Homo Sapiens, was hat uns letzten Endes dazu gebracht, so zu werden, wie wir heutzutage sind und so erfolgreich uns über die ganze Welt zu verbreiten und Technik zu entwickeln. Ich hoffe, ich habe Sie davon überzeugt, dass Evolution für uns Menschen eine große Rolle spielt. Aber Sie werden sich vielleicht fragen, beeinflusst denn Evolution wirklich mein Verhalten? Die meisten werden denken, ich habe einen freien Willen, ich werde nicht von der Evolution beeinflusst, sondern ich kann frei entscheiden, was ich mache. Und meine Freunde und meine Eltern haben mich beeinflusst, gab einen Umwelteinfluss, vielleicht auch Erziehung. Und ich möchte Ihnen an einigen Beispielen zeigen, wie Evolution auch für unser Verhalten heutzutage noch eine wichtige Rolle spielt. Vielleicht können wir auch in der Diskussion das noch weiterführen. Wenn Sie das Bild ansehen, vielleicht bekommen Sie schon etwas mehr Speichel im Mund. Sie kennen ja den Trick, wenn jemand Posaune spielt und Sie eine Zitrone in dessen Gegenwart essen und er sie sieht, kann er kaum mehr Posaune spielen. So ähnlich funktioniert es hier mit dem Kuchen. Und die Frage ist, warum schmeckt uns Süßes so gut? So gut, dass es heutzutage schon gar nicht mehr gesund ist, dass viele Leute viel zu viel Süßes essen und zu dick werden oder Karies bekommen deswegen. Und warum ist das eigentlich so? Für uns und unsere Vorfahren war es wichtig, an Geschmack zu erkennen, welche Nahrung besonders gut geeignet ist. Und süße Früchte, die sind reif, die sind leichter verdaulich als unreife Früchte und sie haben Nährstoffe in sich. Deshalb haben wir eine Präferenz für süße Sachen. Die Wahrnehmungsschwelle für Zucker ist bei uns viel höher als die von Honigbienen. Also wir können deutlich verdünntere Zuckerlösungen noch als süß schmecken, die für Honigbienen schmecken wie reines Wasser. Oder auch Bücher über Verhaltensunterschiede von Männern und Frauen, die verkaufen sich sehr gut.
ich stimme da einer Kollegin zu, die gesagt hat, naja, in vielen Gründen, in vielen Sachen ist das nicht allzu groß der Unterschied. Gerade wenn es um schulische Leistungen oder Ähnliches geht. Der Unterschied zwischen Männern und Frauen ist manchmal nachweisbar, aber meistens sehr winzig. Es gibt aber drei Verhaltensweisen, wo die Verteilungen von Männern und Frauen, oder man sollte fast Jungen und Mädchen sagen, weil das meistens Oberstufenschüler oder Erstsemesterstudierende sind, die da als Testkaninchen dienen, dass die in drei Verhaltensweisen sich doch sehr deutlich unterscheiden. Wenn Sie wollen, können Sie mal nachfragen oder auch raten, was Sie glauben, was es ist, und mich fragen, ob Sie mit Ihrer Vermutung richtig liegen. Und das ist nicht das richtige Einparken und das Zuhören. Und es gibt ein paar Unterschiede, die deutlich kleiner sind. Und auf die will ich jetzt nochmal eingehen, als diese drei großen. Das Kindchenschema, das sprechen Frauen und Mädchen etwas stärker drauf an. Aber es ist nicht so wahnsinnig viel stärker. Und Männer, die Kinder haben, sprechen dann auch drauf an. Bei Männern ist sozusagen abhängig davon, sind Kinder in der Nähe, die sie für ihre halten, dann wirkt das Kindchenschema. Aber Männer, die keine Kinder haben, reagieren im Mittel etwas schwächer als Frauen drauf. Dagegen reagieren Männer auf manche anderen Signale etwas stärker. Die Werbung nutzt es sehr häufig, den Effekt, dass ein Dekolleté einer Frau Blicke anzieht. Unten links ist im Übrigen Angela Merkel, die frühere Kanzlerin Deutschlands, als sie Sarkozy in Frankreich besucht hat. Und das rechts ist ein Schlagersternchen aus dem Internet, einfach Kopien gezogen. Wahrscheinlich haben Männer einen Vorteil, die ihre Aufmerksamkeit auf Frauen mit Kurven richteten und so vermieden haben, ganz junge Frauen, die noch keine Kinder produzieren konnten, und ganz alte Frauen, die keine Kinder mehr produzieren konnten, nicht denen allzu viel Zeit zu widmen. Wäre meine Vermutung, oder halb verhungerten Frauen. Ich halte so einen ähnlichen Vortrag manchmal vor Rentnergruppen und da ist fast immer ein Pärchen dabei und meistens triumphieren, sagen die Männer, siehst du, es ist Evolution, ich kann gar nicht anders. Und wenn ich das sehe, sage ich dann als nächstes, wohlerzogene Männer schauen nach einer Viertelsekunde weg, die können vielleicht nicht verhindern, dass sie hinschauen, aber die schauen wieder weg. Und dann sind die Frauen meistens die triumphieren, und siehst du mal, du bist nicht gut erzogen. Finde ich aber witzig, wenn dann diese 70-Jährigen so ein bisschen miteinander kabbeln bis streiten. Und es gibt sogar Biologen, das ist ein Kollege aus Bielefeld, der jetzt den Lehrpreis bekommen hat, die davon ausgehen, dass dieses Erbe noch älter ist und ursprünglich auf das Maurer-Dekolleté, also das Dekolleté, was ein Maurer zeigt, wenn er sich zum Beispiel bückt an der Mauer, dass es sehr ähnlich ist. Und wir haben das in der Ausstellung mal gezeigt. Das waren sozusagen halbe Aktaufnahmen, aber eben von verschiedenen Körperbereichen. Und wir hatten Gucklöcher gemacht bei einer Apotheke. Und die Leute, wenn die vorbeigegangen sind, die haben nicht gesehen, dass da ein Unterschied ist. Und nur wenn sie näher gekommen sind, haben sie dann gesehen, dass es unterschiedliche Körperbereiche sind, weil es einmal ein Körper, der von hinten fotografiert wurde, und einmal von vorne. Und zumindest gibt es diese Idee, dass das Dekolleté oder die weibliche Brust eine Nachahmung eines Signals ist, das Affen zeigen, eben mit ihrem Hinterteil. Kann man darüber streiten. Hier ist die Datenlage noch eigentlich sehr viel klarer. Die rote Farbe von Fingernägeln und Lippen, die wird oft künstlich verstärkt. Vermutlich reagieren die Empfänger intuitiv auf die gefälschte Mitteilung. Denn Frauen, die gerade etwas erregt sind, weil sie einen tollen Mann gesehen haben, da röten sich die Lippen. Und wenn sie krank sind oder ihnen kalt ist, passiert das nicht. Ähnliches mit den Fingernägeln. Und das wird wahrscheinlich überhöht, um die Aufmerksamkeit der Männer auf sich zu locken. Es gibt so einen Tropfen, den man in ein Auge tun kann, Belladonna heißt das, machen jetzt die Augenärzte, um ins Auge zu schauen. In der Römerzeit haben das junge Frauen, die Aufmerksamkeit von Senatoren, also von wichtigen Politikern in Rom, auf sich ziehen wollten, häufig das in die Augen getröpfelt, dann zeigen die erweiterte Pupillen und machen damit dem Mann weiß, dass er von den Frauen toll gefunden wird. Und dann ist ihre Aufmerksamkeit gestartet. Also um diese paar Beispiele zu nennen, und ich möchte Ihnen jetzt noch zeigen, dass Evolution uns Menschen extrem stark beeinflusst hat. Wir haben blaue Augen bekommen innerhalb der letzten paar tausend Jahre. Das gab es früher nicht. Die helle Haut, vermutlich teilweise vom Neandertaler übernommen, durch Hybridisierung, durch Kreuzung mit dem Neandertaler von modernen Menschen. Und im Mittel tragen wir so 2-4% unseres Genoms, unseres Erbgutes, sind wahrscheinlich Neandertaler-Erbgut.
die Anpassung an ein Leben in großen Höhen, vor allem im Himalaya, auch in den Anden, zeigt, dass die Leute fähig sind, in großer Höhe Sauerstoff besser aufzunehmen oder Luft ja dünner ist und es schwieriger ist, den Sauerstoff in ausreichender Menge dem Körper zur Verfügung zu stellen. Der Mensch hat Gebiete besiedelt, in denen Malaria viel vorkommt, die er von blutsaugenden Insekten übertragen wird. Und in den Gebieten gibt es sehr häufig eine Resistenz gegen Malaria, sodass die Menschen nicht mehr alle krank werden, sondern nur ein kleiner Teil, weil es vorteilhaft ist da. Ohne diese Resistenz bekommt man oft Malaria und stirbt schon als Jugendlicher oder als junger Mensch, sehr häufig. Und das andere ist diese Laktase-Persistenz, also die Fähigkeit, Milchzucker auch noch als Erwachsener verdauen zu können. Und das hat erst in den letzten 10.000 Jahren stattgefunden, eben nach der Haltung von Milchvieh. Und man kann berechnen, wie stark der Selektionsvorteil war. Also wir haben unsere Umwelt durch eine kulturelle Änderung, durch Viehzucht verändert und das hat unsere Evolution beeinflusst. Und andere Punkte, wie das uns beeinflusst ist, bis vor etwa 60 Jahren, 50 Jahren, hat sexuelle Aktivität häufig zu Kindern geführt. Aufpassen war damals eine Möglichkeit, eine schlecht funktionierende Möglichkeit, das zu verhindern. Seitdem gibt es sowas wie Antibabypille und andere Verhütungsmittel, die sicher funktionieren. Das heißt, heutzutage bekommen vor allem die Paare Kinder, die Kinder haben wollen. Das hat früher keine große Rolle gespielt. Die haben alle Kinder bekommen, weil sie Interesse an sexuellen Aktivitäten hatten. Und meine Vorhersage ist, dass der Kinderwunsch in Zukunft stärker wird, weil die Leute, die keinen Kinderwunsch verspüren, und Kinderwunsch hat eine erbliche Komponente, weniger häufig Kinder haben, weil sie es ja verhindern können mit Verhütungsmitteln. Und da würde ich sagen, in 200 Jahren ist Kinderwunsch in unserer Welt, wenn die Mensch dann noch lebt, sich nicht selbst vernichtet, weiter verbreitet als heutzutage. Und jetzt will ich aufklären, was hat das mit Sex und Crime oder eben Liebe und Tod zu tun? Diese Themen sind untrennbar mit der Evolution verbunden. Ist das eine Frage oder ein Strecken? Ich vermute mal ein Strecken. Und unser Gehirn ist darauf selektiert, diese Thematik ganz besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Das heißt, wenn die Themen da sind, sind die Leute hellwach und merken sich das besser. Manchmal nutze ich das in der Vorlesung, wenn nach einiger Zeit manche wegdämmern oder aufs Handy schauen oder mit dem Nachbarn oder der Nachbarin flirten, dass ich dann einfach nur sage, diese Tiere haben keinen Sex. Die schauen mich alle an und für 5 Minuten habe ich die volle Aufmerksamkeit, auch wenn es überhaupt nicht ums Thema ging. Eben weil der Mord die Reproduktion des Opfers verhindert und Sex potenziell zu Nachkommen führt, sind das ganz wichtige Themen in der Evolution und unser Gehirn ist darauf geeicht, diese Themen wahrzunehmen und ihnen mehr Aufmerksamkeit zu widmen als anderen Themen. Um zusammenzufassen, worüber ich gesprochen habe, ich hoffe, ich habe mich ungefähr an die 45 Minuten gehalten, sodass Sie Zeit haben, Fragen zu stellen. Es gibt unzählige Belege für Evolution und keine haltbaren alternativen Erklärungen. Alle Organismen sind miteinander verwandt. Der genetische Code, den wir benutzen, ist fast identisch mit dem aller anderen Lebewesen, inklusive der Bakterien. Aber es gibt leichte Abweichungen, die meistens in den Lehrbüchern verschwiegen werden. Die natürliche Selektion hat zu Anpassungen geführt und macht das immer noch. Ich habe gehört, hier gab es zum Beispiel mal einen Vortrag über, wie Tiere sich an die Stadt anpassen. Auch da sieht man das, dass Evolution stattfindet, dass Tiere angepasst werden, sozusagen von den Umweltbedingungen in einer Stadt. Wir können uns Menschen und die Natur nur im Lichte der Evolution verstehen. Das Originalzitat hier von einem der wichtigen Leute in der Evolutionsforschung: Nothing makes sense in biology except in the light of evolution. Und Evolution beeinflusst uns und unser Verhalten immer noch ganz stark und auch wird das in Zukunft tun. Ich hoffe, Sie haben damit ein paar interessante Anregungen für Fragen erhalten und ich bin gespannt auf Ihre Fragen. Schönen Dank. So, vielen Dank, Professor Reinhold. Jetzt könnt ihr als Schüler, ihr könnt Fragen stellen. Hat jemand eine Frage? Nein. So, also. Wer sich nicht traut, eine Frage zu stellen, kann auch eine erraten, wo es um die Geschlechtsunterschiede geht. Aber hier hinten ist eine Frage. Okay.
Genau. Also Sie meinten ja jetzt, dass eher Männer auf zum Beispiel einen Ausschnitt achten, aber und das halt an der Evolution, also dass der Grund ist. Gibt es dafür aber auch nicht viel komplexere Gründe, wie zum Beispiel die Person aufgewachsen ist und die Medien und so weiter? Also ja, das war ja, meine Frage. Ja. Als Evolutionsbiologe kümmere ich mich hauptsächlich um die evolutionsbiologische Erklärung, aber natürlich hat unsere Umwelt da einen ganz starken Effekt drauf. Es gibt naturnahe Völker, bei denen die Frauen mit nacktem Oberkörper herumlaufen, dann ist das häufig nicht mehr so wichtig. Also man kann das kulturell überformen. Allerdings in den meisten dieser Länder wird den Frauen auch auf den Oberkörper geschaut. Und man kann das zum Beispiel mit Brillen, die beobachten, wo die Pupille hingeht, sozusagen wo der Fleck des schärfsten Sehens ist, und Bilder zeigen. Und eine solche Aufnahme hat einmal jemand, der sich bei uns beworben hat, für eine Professur vorgezeigt. Das war ein Sportauto vor einer Landschaft, vor Bergen, vor den Rocky Mountains. Eine hübsche Frau im Top saß oben drin in dem Sonnendeck, in dem offenen Fenster. Und zwei Leute saßen nach unten, Fahrer- und Beifahrersitz. Und dann kann man eben schauen, dass die Leute, die es angucken, die schauen auch auf das Kennzeichen. Wo ist das her, welches Land? Welcher Autotyp ist das? Die schauen bei der Frau oben auf die Frisur, also schon ins Gesicht, Oberweite, vielleicht noch die Hüfte und das war's dann. Der Rest des Körpers wird kaum angesehen, wird kaum beachtet. Und solche Untersuchungen sind in vielen Ländern durchgeführt worden. Heutzutage hat sich die Kultur ein bisschen angeglichen in der ganzen Welt und dann wird es schwieriger, das zu untersuchen. Aber es ist relativ klar, dass es solche Sexualmerkmale überall gibt und dass die gemeinsam von Kultur und Evolution beeinflusst werden. Und wir können an vielen Sachen sehen, dass die manchmal parallel laufen, wie zum Beispiel die Verhinderung von Inzucht, dass also Kinder, also Leute, die erwachsen sind, aber mit denen man als Kinder oft zu tun hatte, die sind normalerweise nicht attraktiv. Und Inzucht wird in den meisten Kulturen auch verboten. Also da laufen sie wirklich zusammen, Hand in Hand, diese zwei Sachen. Und man kann das im Kibbutzim zum Beispiel nachweisen in Israel. Die haben große Kindergärten gehabt und dann im Nachhinein analysiert, wo die ihre Partner gefunden haben. Und das waren, glaube ich, nur zwei Ausnahmen von 1000 junge Erwachsene, die untersucht wurden, wo sie ihre Partner gefunden haben. Und es gab nur zwei, die innerhalb derselben Kindergartengruppe ihren Partner gefunden haben. Und die beiden waren jeweils mindestens ein halbes Jahr, eher ein Jahr weg. Sie hatten einen schweren Krankenfall, die Eltern waren auf einen kurzen Job in den USA und damit weg aus der Kindergartengruppe oder Grundschule oder Vorschulgruppe. Und deshalb sozusagen hat das nicht gewirkt, die natürliche Verhinderung von der, in dem Fall war es ja keine Inzucht, aber die waren aus der gleichen Kindergruppe und dann findet man die Leute später normalerweise nicht mehr attraktiv, vielleicht noch sympathisch, aber nicht mehr attraktiv. Und an solchen Beispielen lässt sich zeigen, das ist unter der Oberfläche da, aber es bestimmt nicht alles, weil es eben Erziehung eine ganz kräftige Auswirkung hat. Das zeigt aber nicht, dass das andere nicht existiert, sondern die beiden sind normalerweise immer zusammen, kommen die vor. Ja? Also unreine Haut, Pickel, ja, okay, aber wenn jemand ein paar Narben im Gesicht hat, die Attraktivität nimmt enorm ab, da wird normalerweise nicht drüber geredet. Und trotzdem wirkt das. Und das ist wahrscheinlich ein Schutz vor Krankheiten oder Leuten, die häufig gefährlichen Situationen ausgesetzt sind, nicht aufgepasst haben, dass die vermieden haben. Denken Sie nochmal dran, wenn Sie in die Disco gehen und jemand vor Ihnen hat Nasenbluten oder eine Laufenase, die Person wirkt nicht mehr attraktiv, aber das wurde Ihnen in der Kultur nicht eingeimpft, sondern das sind, glaube ich, basalere Verhaltensweisen. Okay, vielen Dank. Wer, ja. Heidi stellt jetzt eine Frage. Hallo, okay. Was glauben Sie, dass der nächste Schritt in der menschlichen Evolution sein wird? Das ist eine gute Frage, ja. Dankeschön. Ich könnte mir vorstellen, dass die Selektion gegen großes Interesse an Alkohol, Zucker und anderen ungesunden Substanzen ein bisschen abnimmt. Ich habe schon erwähnt, mit dem Kinderwunsch. Und wahrscheinlich werden Pandemien in Zukunft immer wieder mal auftreten, wegen der großen Populationsdichte des Menschen. Das heißt, ein besseres Immunsystem wird sicher auch gefördert durch die Umstände, in denen wir leben. Also so viele Menschen ganz dicht aufeinander, ist für die Bakterien und Viren eine tolle Möglichkeit, von einem Individuum zum nächsten überzuspringen. Und wenn dann solche Pandemien kommen, können sie im Ernstfall viele Millionen bis Milliarden Menschen umbringen. Und diejenigen Individuen, die ein Immunsystem haben, die damit fertig werden, überleben dann. Und das ist Evolution.
Noch eine Frage, jemand? Ja, gesehen. Wäre es möglich, dass wir irgendwann mal eine Resistenz gegen Krebs bilden? Oder weil sich Krebs auch gleichzeitig so entwickelt, wäre das nicht möglich? Ja, Krebs tritt in den meisten Fällen in einem hohen Alter auf, wenn man selbst keine Nachkommen mehr großzieht oder produziert. Und dann ist die Selektion dagegen sehr, sehr schwach. Krebs ist etwas, was natürlicherweise entsteht, wenn bestimmte Schutzmechanismen, die in den Zellen vorhanden sind, ausgeschaltet werden. Und vor allem Arten, die lange leben, haben stärker mit Krebs zu kämpfen. Insekten haben das normalerweise gar nicht, weil die vielleicht nur 2 Wochen leben. Und in dieser Zeit hat der Krebs kaum eine Chance. Außerdem kommt dazu, dass Organismen, die lange leben, investieren müssen in ihr langes Leben, also in Immunsystem und Ähnliches, und Krebszellen auch besser erkennen müssen. Aber nur solange sie jung sind. Je älter sie werden, umso weniger investieren sie in den Erhalt ihres Körpers, weil das nicht mehr so viel wert ist, sondern es ist eher besser, zum Beispiel den eigenen Nachkommen zu helfen, bei der Aufzucht ihrer, also den Enkelkindern zu helfen. Und dann spielt das evolutionsbiologisch keine große Rolle. Deswegen glaube ich, dass es eher natürlich ist, dass in höherem Alter die Investitionen in das Immunsystem abnehmen und deswegen Krebs häufiger wird. Das findet man auch bei Tierarten und vor allem bei langlebenden Tierarten tritt Krebs gar nicht mal so selten auf. Wenn sich Zellen schnell teilen und eine Möglichkeit haben, sich schnell zu teilen, dann können die auch entarten. Dann sind oft nur 1-2 Mutationen notwendig. Das passiert also ständig in langlebenden Arten, die schnell teilende Körperorgane haben. Und das Immunsystem muss sozusagen die rausfinden und bekämpfen. Und wenn das dann nicht mehr klappt, wird durch Stress zum Beispiel gefördert, Leute, die Drogen nehmen oder viel Alkohol zu sich nehmen, ist ja auch eine Droge, die haben viel häufiger Krebs, weil das Immunsystem schwächt. Also im Prinzip ist Krebs was ganz Natürliches und je gesünder man lebt und je besser das eigene Immunsystem ist, umso seltener kommt er auf, aber im hohen Alter ist er einfach sehr, sehr häufig, weil die Evolution da nicht dagegen selektiert. Ich hoffe, ich habe es mal so halbwegs abgerundet. Okay. So, ja. Also vielleicht ist es eine ähnliche Frage, aber ist die biologische Evolution nicht aufgrund unserer Gesellschaft gestoppt? Also eine verhinderte Person konnte vielleicht vor 1000 Jahren nicht leicht leben, aber heute kann diese Person leben und sogar auch Kinder bekommen. Die meisten Behinderungen, die heutzutage noch existieren, sind Sachen, die sich nicht vererben, weil wenn die Leute unter Trisomie 21 leiden, oft keine Kinder haben oder großziehen können, oder es Schäden sind durch eine Geburt, die zu lange gedauert hat, und dann vererbt sich bestenfalls Schwierigkeiten bei der Geburt und nicht die Behinderung, weil viele dann Gehirnzellen absterben und zum Beispiel spastische Lähmungen entstehen bei der Geburt und sind nicht erblich. Also ganz viele Erbkrankheiten, die wir haben, sind rezessiv, in ganz geringer Häufigkeit in der Population vorhanden und treten gar nicht auf, weil Menschen 2 Kopien dieser Gene haben und wenn eine funktioniert, zeigt der Mensch keine Krankheitszeichen. Nur in den seltenen Fällen, in denen 2 Leute zusammen Kinder haben, die dieses Gen tragen, kommt es dann zu Albinismus oder Bluterkrankheit. Das wird häufiger, wenn nahe Verwandte miteinander Kinder haben, wie es die Adelshäuser in Europa vor allem zwischen 1500 und 1900 ausführlich gemacht haben und deswegen sind sowas wie die Bluterkrankheit unter den Königen in Europa viel häufiger gewesen. Also ich glaube, die Effekte des Menschen auf diese Krankheiten sind gar nicht mal so groß, eben weil häufig sie nicht vererbte Krankheiten sind und diese Erbkrankheiten, die selten auftreten, nicht viel weiter verbreitet werden, weil Leute mit Albinismus oder Bluterkrankheit meistens weniger Kinder bekommen als die anderen. Das ist aber gleichzeitig Zeichen, die Evolution ist nicht ausgeschaltet, sondern vielleicht ein bisschen abgeschwächt in dieser Richtung, aber dafür wird sie verstärkt, zum Beispiel bei der Gefahr, Krankheiten zu bekommen, durch die größere Populationsdichte, dem stärkeren Austausch. Und auch in andere Richtung gelenkt, wenn man an den Ersten Weltkrieg zurückdenkt, als junge Männer mit Hurra in den Krieg gezogen sind und vielleicht auch mit großer Aggressivität an der vordersten Front gekämpft haben, deren Überlebenschancen waren sicher viel kleiner als diejenigen der Leute, die eher ängstlich und vorsichtig waren.
Und auch da findet natürlich Selektion statt. In einer Steinzeitgruppe ist es vielleicht wichtig, Mut zu zeigen und an der Spitze der Gruppe, die ein Nachbardorf überfällt oder es verteidigt gegen ein Nachbardorf, zu sein. Aber heutzutage ist es eher gegenselektiert. Also ich glaube, es gibt viele solche Punkte, wo wir im ersten Moment gar nicht dran denken, dass der Mensch selbst und seine Parasiten und Krankheiten oft der stärkste Selektionsfaktor sind. In Europa haben wir oft die Medikamente und das Geld, aber ein Großteil der Welt ist die medizinische Versorgung nicht so gut, sodass die Selektion immer noch zuschlägt. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass auf der Welt jährlich wahrscheinlich über 1 Million Menschen verhungert. Also das ist Selektion, auch in irgendeiner Weise, weil in den Gegenden nie alle verhungern, sondern die Frage ist eben, wer überlebt, woran hängt das? Und das kann sparsam mit Energie umgehen, das kann auch die Fähigkeit der Eltern sein, besser Nahrung zu besorgen, die ja dann auch vererbt wird. Also ich glaube, es hat sich sicher manches abgeschwächt und wenn man daran denkt, dass der Mensch Beute wird von einem Räuber, was vermutlich schon seit 1 Million Jahren keine große Rolle spielt, der Mensch hat nämlich fast überall, wo er neu hinkam, fast alle Großtiere ausgerottet, in Madagaskar, in Australien, in Südamerika, in Nordamerika und selbst in Ostasien. Von daher glaube ich nicht, dass das mit der Beute werden, an was man denkt, in neuerer Zeit irgendeine Rolle gespielt hat. Und manches der Selektion hat sich eben verändert, dadurch, dass man neue Bedingungen geschaffen hat. Das müssen wir dabei belassen. Vielen Dank. Noch eine Frage? Okay, Sie haben gesagt, dass das Verhalten und Evolution eng verbunden sind. Kann es sein, dass sogar Religion mit Evolution verbunden ist, also das Glauben in Gott? Das ist interessant. Die Frage, die kommt eigentlich immer wieder. Und da hole ich auch mal ein bisschen aus. Ich hatte eine Kollegin in den Religionswissenschaften an meiner Uni, die hat leider an eine andere Uni gewechselt. Und sie hat über die Evolution von Religionen, das ist also nicht biologische Evolution, sondern kulturelle Evolution, gearbeitet. Und sie konnte zeigen, dass die Religion immer sozusagen zu der sozialen Organisation der jeweiligen Gruppe gepasst hat. Naturvölker und selbst Bauernvölker, die nicht große Gruppen bilden, haben normalerweise keine Götter. Die haben am Anfang eher die Natur ist belebt und sie beten irgendwelche Bären oder Geister an. Und dann mit einer komplexeren sozialen Struktur werden die Vorfahren häufig, die Vorfahren der Häuptlinge, sozusagen zu Halbgöttern oder sowas Ähnlichem wie Göttern. Auch das hat sich in Griechenland bei der Pantheonbildung im klassischen Griechenland, einige der Götter sind auf diese Weise sozusagen entstanden. Und wenn es dann starke Königreiche wie in Ägypten oder in Persien gab, dann sind die Religionen, die vorher Stadtstaaten und die Götter mehrerer Städte zusammengefasst, irgendwie eine Familienstruktur, haben sich dann in Richtung zum Monotheismus entwickelt. Also die Entwicklung der Religion spiegelt wieder, was in der Gesellschaft gerade passiert ist. Das ist das eine. Und das andere ist die Gehirnstrukturen, die mit Religiosität und religiösen Betätigungen zu tun haben, die kann man im Gehirn finden. Und die haben vermutlich eine Ursache, dass sie irgendwie natürlich entstanden sind. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass man zeigen kann, dass soziale Gruppen, die einen besseren Zusammenhalt haben, auf einer gemeinsamen Geschichte, einer gemeinsamen Erklärung, was häufig identisch ist mit Religion, besser funktionieren. Die funktionieren besser zusammen, die haben alle die gleichen Regeln, sie wissen, wer gehört zu ihnen, wer gehört zu anderen. Und das findet man praktisch überall, auch noch in einfachen sozialen Gruppen ohne viel moderne Technik lebende Menschen. Dann aber mit den größeren Staaten, die entstanden sind, wurde das umso wichtiger, dass man eine Identität hat, gemeinsame Sprache, gemeinsame Religion. Und auf der anderen Seite hat es ganz häufig dazu geführt, dass Kriege stattgefunden haben, nur weil Religion da war, die leicht anders war. Zum Beispiel jetzt in Nordirland oder 30-jähriger Krieg, eine furchtbare Katastrophe für Mitteleuropa. Etwa ein Drittel der Menschen ist da umgekommen im Krieg und durch die Hungersnot, also mehr als bei der Pest, in vielen Gegenden zumindest. Also es zeigt auf, Religion ist etwas, was potenziell Menschen einen kann und einen Lebenssinn geben kann. Aber auf der anderen Seite kann es auch genutzt werden von den Mächtigen,
um Kriege anzufangen und Gewalttaten zu begründen, die dann nicht mehr geahndet werden. Und um die moderne Zeit zu sehen, es ist immer noch nicht wirklich so weit, dass die Mächtigen in der Kirche, und das ist nicht nur in der katholischen Kirche, sondern auch in vielen anderen so, glauben, immun gegen das Gesetz zu sein, zum Beispiel wegen Kindesmissbrauch. Und das zeigt auch sozusagen, dass Religion häufig eben zwei Seiten einer Medaille hat. Und ich glaube, für viele ist Religion wirklich was Heilsames, aber wenn Leute innerhalb einer Kirche so viel Macht bekommen, dass sie nicht mehr angreifbar sind, dann hat Religion auch was potenziell sehr Gefährliches, was sie mit sich bringt. Danke für die Frage. Vielen Dank. Vielen Dank. Noch eine Frage? Ja, ich wollte auch kurz darauf eingehen, was Sie am Anfang gesagt haben, zu dem freien Willen des Menschen. Wie ist es passiert, dass der Mensch einen freien Willen entwickelt hat und nicht die Tiere? Weil das ist ja einer der wesentlichen Unterschiede zwischen Mensch und Tier. Das glauben wir oder glauben wir sehr gerne. Und neuere Untersuchungen zeigen, dass das vielleicht doch nicht ganz so ist. Wenn Probanden in einem bestimmten Versuch zum Beispiel einen Knopf drücken müssen oder auswählen zwischen zwei Punkten, können Neurobiologen wenige Sekunden oder einige Sekunden, bevor die Menschen sagen, sie haben jetzt entschieden, schon feststellen, wie sie sich entschieden haben und dass sie sich entschieden haben. Also der Mensch entscheidet sozusagen mit den, sag ich mal, tierischen Teilen des Gehirns und erst das Bewusstsein lernt das später und erst dann denkt man, man hat entschieden, aber es waren eigentlich die tierischen Denkweisen des Gehirns, die letztendlich die Entscheidung gefällt haben. Also wir haben etwas, was man oft Bewusstsein nennt, sozusagen eine Selbstwahrnehmung und glauben, dass in der Selbstwahrnehmung und dem logischen Denken das alles stattfindet. Ich glaube, das ist ein Trugschluss, das ist die eine Seite, die man dazu sagen muss. Und man hat bei einer ganzen Reihe von Tieren festgestellt, dass die sich auch selbst erkennen. Also wenn man einem Schimpansen oder einem Elefanten einen weißen Kreidefleck zum Beispiel auf die Stirn macht und einen Spiegel zeigt, die versuchen nicht, das im Spiegel wegzuwischen oder erschrecken vor dem Bild, sie schauen das nochmal kurz an und dann gehen sie an die entsprechende Stelle und wischen das weg. Die wissen genau, und auch einige Vögel können das, dass also so eine Selbstwahrnehmung in der Natur, was wahrscheinlich auch heißt, ein Bewusstsein, wahrscheinlich weiter verbreitet ist. Und der Mensch hat ja früher gedacht, er ist einzigartig und es kann gar nicht sein, dass die Schimpansen und die Bonobos unsere nächsten Verwandten sind, weil es einfach dem Menschen nicht so gefällt mit seinem Alleinstellungsmerkmal und Krone der Schöpfung. Aber die Zeichen zeigen, dass der Mensch schon ein deutlich besser entwickeltes Gehirn hat, er hat eine Schrift und. Es gibt Besonderheiten, aber die sind nicht so wirklich einzigartig und weit, weit weg, sondern die Gehirnfunktion ist praktisch identisch, nur das Gehirn ist etwas größer und kann wahrscheinlich mehr, deutlich mehr als ein Schimpanse. Aber die Untersuchungen, die man gemacht hat, Schimpansen Zeichensprache beizubringen, die zeigen, dass Schimpansen ungefähr die kognitiven Fähigkeiten von 5-jährigen Kindern haben. Und das ist ja gar nicht so schlecht, denn 5-Jährige können schon unheimlich viel verstehen und lernen. Ja, und vermutlich ist ein Delfin intelligenter als ein Schimpanse von seinen Gedächtnisstruktur. Die leben auch in sozialen Gruppen, die kommunizieren miteinander und vermutlich verstehen die auch ganz, ganz viel. Also der Mensch ist schon anders als die Tiere, aber nicht eine ganz andere Kategorie, sondern einfach unter den intelligenteren Säugetieren ein bisschen intelligenter. Ich würde es mal so formulieren und ich glaube, dass mit dem über sich Selbstbewusstsein überschätzen wir oft, dass ich denke, unsere Instinkte bestimmen oft, wie wir handeln. Das nutzen zum Beispiel Leute, die Verhöre bei der Polizei, beim FBI machen, dass man oft mit der Körpersprache etwas anzeigt, was man gar nicht zeigen will, weil der Mensch eben auch ein Tierwesen ist oder auch teilweise so ein Gehirn hat, was so funktioniert und dann Nervosität oder Fluchtgedanken oder so etwas ausdrückt. Wenn jemand von Ihnen mal Poker gespielt hat, auch da zeigt man, ohne es zu wollen, an, dass man sich über die Karten freut oder ärgert. Darum tragen ja viele dann eine Sonnenbrille oder passen auf, dass man ihnen nicht in die Augen schauen kann. Dankeschön. Vielen Dank. Noch eine Frage, jemand? Hallo. Okay. Aber wie beeinflusst uns die Evolution?
denke, da sind die ganzen Fragen drüber gegangen. Und unser Erbmaterial ist in der Evolution entstanden und viele ihrer Verhaltensweisen, ihr Körperaufbau und Ähnliches sind ein Produkt der Evolution. Ich merke auch am Lachen, dass die anderen sich wundern. Ich erzähle Ihnen mal eine kleine Geschichte, wo das die allerwenigsten Leute denken. Vielleicht haben manche von Ihnen die Erfahrung gemacht, gemeinsam Marihuana oder Haschisch zu genießen. Und im Normalfall finden sich die Leute so furchtbar sympathisch. Klar, das sediert ein bisschen, das beruhigt, aber das ist nicht der Hauptgrund. Sondern die Augen, die Pupillen erweitern sich. Und wenn sich Leute anschauen und sie sehen immer nur erweiterte Pupillen, heißt das, wir fühlen uns toll als Gruppe, jeder mag hier jeden. Das ist eine der Hauptwirkungen am Anfang, wenn Leute Haschisch, also THC, zu sich nehmen. Führt aber auch dazu, dass man Probleme hat, die Augen zu adaptieren an helles Licht. Leute, die regelmäßig Haschisch rauchen, kann man auch daran erkennen, dass sie die Fenster meistens nicht mehr ganz aufmachen, weil das Licht sie blendet. Und also auch auf solche Verhaltensweisen, überhaupt, dass die Droge wirkt, hat was mit unserem Gehirn zu tun, wie es funktioniert. Und das beeinflusst unser Gehirn, weil unser Gehirn in der Evolution bestimmte Merkmale entwickelt hatte. Also ich glaube, alles, was wir tun, hängt irgendwie mit der Evolution zusammen, aber häufig eben nur ein kleiner Teil und der Rest ist dann Kultur. Der Mensch hat keine Sprache ererbt, das ist alles kulturell, aber dass wir fähig sind, eine Sprache zu erlernen, das ist das, was in der Evolution uns mitgegeben wurde. Okay, die nächste Frage. So, kann es sein, dass Evolution irgendwann mal endet? Nein, eigentlich nicht. Es sei denn, alle Lebewesen verschwinden von der Erde. Im weitesten Sinne ist Evolution die Veränderung von Allelfrequenzen in Populationen. Die funktioniert auch ohne Selektionsdruck. Das nennt sich genetische Drift. Und das wird schon als Evolution definiert. Und es kann ja dazu führen, dass wenn sich die Umwelt ändert, dann diese zufälligen Verschiebungen der Allelhäufigkeiten dann auf einmal selektiert werden können. Keine zwei Menschen, wenn sie nicht eineiige Zwillinge sind, sind genetisch identisch. Man kann an den Genom der Mitochondrien der modernen Menschen zum Beispiel rekonstruieren, dass unsere Vorfahren vor etwa 200.000 Jahren aus Afrika losgelaufen sind und dass sie in die ganze Welt verbreitet haben. Und dass diese Populationen damals nur wenige tausend Menschen umfasst haben. Deswegen haben wir alle eine Vorfahrin, die wir alle gemeinsam haben. Die wurde dann molekulare Eva genannt. Also unsere Urgroßmutter vor ungefähr 200.000 Jahren ist dieselbe für alle von uns. Wir alle stammen von derselben Ur-Ur-Ur-Oma ab. Und danach haben Mutationen wieder zu Veränderungen im Mitochondrien-Genom geführt, sodass man dann am Mitochondrien-Genom unterscheiden kann, wo sind bestimmte Volksgruppen, über welche Wege gezogen, wo sind sie hingekommen. Und dann wurde DNA, also im Kern, vom Neandertaler dazu gemischt. Und vieles war wahrscheinlich nachteilig und wird noch ausselektiert, immer noch. Zwei italienische Kolleginnen und Kollegen haben eine tolle Studie gemacht. Die haben Neandertaler Gesichter genommen von Museen, in denen die rekonstruiert wurden, und moderne Menschen. Viele Bilder und haben dann ein Viertel dazu gemischt von dem Neandertaler oder den herausgerechnet, bis zum Morphing-Software. Und dann gefragt, moderne Menschen des anderen Geschlechts, wie attraktiv sie diese weibliche Person und diese männliche Person halten. Und am attraktivsten war das Gesicht, in dem noch mehr Neandertaler rausgerechnet wurde. Also Menschen, die es heutzutage kaum gibt, die noch weniger Neandertaler aussehen haben als wir. Das ist attraktiver als unsere Gesichter im Durchschnitt. Und das zeigt wahrscheinlich, dass es in der Vergangenheit sinnvoll war, Menschen mit vielen Neandertaler-Genomen zu vermeiden als Paarungspartner. Also da hat Selektion stattgefunden und die findet immer noch statt. Auf der anderen Seite hat der Neandertaler die helle Haut mitgebracht, die es Menschen in Nordeuropa, Großbritannien, Irland, Schweden, Norwegen erlaubt, immer noch genügend, bei schlechten Tageslicht genügend Vitamin D zu bilden. Und auch die blauen Augen sind da im Zusammenhang vermutlich damit entstanden.
Und das ist auch etwas, was in den letzten 10.000 Jahren ungefähr passiert ist, weil vorher der Mensch die nördlichen Gefilde gar nicht besiedeln konnte. Und wer weiß, was in Zukunft alles passiert, was wir machen, sodass wir selektiert werden, bestimmte Merkmale. Das ist dann adaptive Evolution, aber die nicht adaptive, passive Evolution, die wird in jeder Population stattfinden, solange genetische Variabilität da ist. Okay, vielen Dank. Ja, ich wollte fragen, ob und wie Genomchirurgie unsere Evolution irgendwie beeinflussen könnte. Eine gute, spannende Frage. Man denkt inzwischen darüber nach, ob man bei Menschen, die bestimmte Krankheiten haben, die von einem Genom, also eine einzige Genort ausgelöst werden, ob man das durch die Genschere, durch CRISPR-Cas, verändert werden kann. Und es gibt auch eine Reihe Leute, die über Designerbabys im weitesten Sinne nachdenken. Also dass man sich sozusagen aus verschiedenen Embryonen einen Nachkommen bauen kann, den man haben möchte mit den Erbeigenschaften. Das ist machbar, aber im Moment noch mit so vielen Gefahren besetzt und verboten, sodass es nicht gemacht wird. Aber ich würde nicht darauf wetten, dass in 50 oder 100 Jahren das nicht irgendwann doch greift. Und eine Form der Selektion findet gerade in Asien, China und Indien besonders stark statt, dass nämlich viele Embryonen, die durch künstliche Befruchtung erzeugt werden und zu einem Mädchen führen, nicht implantiert werden, nicht zu Kindern führen, weil gegen weibliche Nachkommen selektiert wird. Das hat in China schon dazu geführt, dass etwa 150 bis 200 Millionen junge Männer keine Frau mehr finden können in der Population, weil es so einen riesigen Überschuss an Jungs gab, schon vor 20 Jahren, und der wächst sich noch ein bisschen aus in den nächsten Jahren, sodass dann zum Beispiel Frauen aus Vietnam angeworben, eingekauft, wie auch immer werden. Und das wird noch riesige Konsequenzen nach sich ziehen, weil ja auch so eine große Menge an Männern, die keine Familie gründen können, dann vielleicht auch auf andere dumme Ideen kommen. Und ich glaube, diese Sachen beeinflussen uns schon jetzt. Das ist zwar indirekt über Gentechnik, aber ich könnte mir vorstellen, erst seit 10 Jahren kennt man diese Technik, fast von jedem Organismus das Genom relativ gezielt zu verändern, dass das vielleicht auch in 20, 30 oder in 200 Jahren beim Menschen möglich ist. Und so wie der Mensch das bisher immer gemacht hat, fast alles, was möglich ist, versucht man auch zu nutzen. Von daher, mein Ausblick ist nicht allzu positiv in der Richtung. Hallo, okay. Sie haben gesagt, die weiße Haut kommt von Neandertalern, also haben Sie erwähnt, aber woher kommt dann die schwarze Haut? Homo sapiens, unsere Art, wir waren alle mal dunkelhäutig. Wir kamen aus Afrika, das ist das Ursprüngliche. Genauso wie die Leute, die keine Milch vertragen, ist das Ursprüngliche, und die Mutanten sind sozusagen diejenigen, die als Erwachsene noch gut Milch vertragen können oder die jetzt weiße Haut haben. Ja, also alle unsere Vorfahren, daher ist das mit der Hautfarbe zu benutzen, um Menschen auszuschließen, ist absoluter Unsinn, weil wir alle mal so waren und im Prinzip sozusagen noch Spuren davon in unserem Genom haben, aber das jetzt durch Neandertaler und durch Selektion verändert wurde, aber nur in Gegenden, in denen es eben besser ist, Vitamin D mehr zu produzieren und es nicht so wichtig ist, sich gegen Sonnenlicht zu schützen. So wie der UV-Strahlung in Australien zugenommen hat, bin ich mir sicher, dort gibt es auch Selektion auf eine dunklere Haut. Vielleicht sind die Australier in 200 Jahren alle relativ dunkelhäutig, so wie es die Aborigines da sind. Das ist ein Selektionsvorteil. Danke. Weitere Fragen? Gibt es Zeitspannen, in denen sich Lebewesen sich schnell entwickeln können? Also wo Evolution in bestimmten Zeitspannen stärker ausgeprägt ist mit mehreren Veränderungen? Ja. Sie sprechen da ein wichtiges Streitthema in der Evolutionsbiologie an. Wenn man sich die Fossilien anschaut bei einer bestimmten Gruppe, und zwar ist bei vielen Gruppen gemacht worden, zum Beispiel bei Schnecken, aber auch bei verschiedenen anderen Organismen, dann stellt man fest, dass sich oft über Millionen Jahre sehr wenig in der Morphologie des Schneckenhauses verändert. Und dann in relativ kurzer Zeit hat man relativ schnelle Änderungen.
Aber was man nicht weiß, sozusagen, wie das genau dazu geführt hat, das könnten Hybridisierungseignisse sein. Vielleicht gab es diese Schnecken mit der anderen Form woanders und die wurden da durch Strömungen, durch einen Vogel, der die dahin getragen hat, nur dorthin gebracht und haben sich als überlegen erwiesen gegenüber die Lokalen. Also man weiß nicht, ist es Genfluss, ist es Selektion, ist es Hybridisierung, wodurch diese neuen, schnellen Änderungen zustande gekommen sind. Wahrscheinlich ist nicht die Evolution, wenn man sagt, als Allelhäufigkeitsveränderung so viel anders gewesen, aber der Selektionsdruck war wahrscheinlich anders oder die Möglichkeit, was anders zu machen, dass dann, wenn erstmal ein Eingang gefunden wurde, wie in Sozialverhalten oder dass, als unsere Vorfahren gelernt haben, Fleisch zu erjagen von Raubtieren mit vielleicht Feuer oder Knüppeln und viel Lärm, das hat zu einer ganz schnellen Evolution ziemlich sicher geführt, weil dann eine neue Nahrung gefunden wurde. Der Darm musste umgeformt werden, die Zähne konnten anders sein. In der Sozialstruktur musste man Konflikte lösen, ohne die andere Person gleich zu verletzen oder zu erschlagen. Und ich glaube, dass es so etwas gibt, insbesondere dann, wenn eine neue ökologische Nische gefunden wird oder ein wichtiger Konkurrent oder Fressfeind wegfällt, dass dann häufig eine ganz schnelle Selektion oder Merkmalsveränderung stattfindet über die Zeit, weil eben die Möglichkeit da ist. So sind auf den Inseln wie auf Galapagos die Tiere zahm geworden, weil es keine Räuber mehr gab. Und diejenigen, die zahm waren, konnten immer fressen. Und nur weil da eine Eidechse vorbeigekrochen ist, hat das Tier weiter gefressen und damit mehr Ressourcen bekommen als ein anderes. Also ich glaube, solche neuen Umwelten sind der wichtigste Punkt, dass Evolution schneller ablaufen kann. So wie heutzutage unsere Städte. Ja, innerhalb von weniger als 100 Jahren passen sich viele oder werden angepasst an Städte ganz viele Organismen. Noch eine Frage. Also kann es sein, dass die Psychologie bzw. soziale Faktoren die Evolution beeinflussen? Zum Beispiel, wenn alle Menschen einfach anfangen, Tiere sehr, sehr zu lieben, dann kann es sein, dass unser Magen einfach aufhört, Fleisch zu verdauen. Kann das passieren? Wenn wir lange genug keine Tiere mehr essen, passt sich wahrscheinlich der Mensch an oder wird angepasst, indem die Verdauung anders verläuft. Das ist auch in der Vergangenheit schon passiert, in einer anderen Richtung, als der Mensch mehr fleischliche Nahrung zu sich genommen hat, hat es da Änderungen gegeben in Verdauungsenzymen. Und später wieder, als der Mensch stärkereiche Nahrung zu sich genommen hat mit Ackerbau, hat er andere und besser funktionierende, stärke zersetzende Enzyme produziert. Also die Verhaltensweisen sind oft am Anfang und die ändern sich, weil sich zum Beispiel die Umwelt ändert oder die Sozialstruktur. Und dann findet Selektion in einer anderen Richtung statt. Und ich treffe manchmal auf Mediziner. Bei Psychologen ist das Problem weniger groß. Und wenn die Mediziner dann sagen, naja, ist ja nur Biologie, ist ja so ein kleines Feld, und die mich sehr von oben herab anschauen, sage ich dann meist, naja, Medizin, das ist ja angewandte Biologie einer einzigen Tierart. Wir arbeiten mit Millionen Tierarten und Medizin arbeitet ja nur mit den Menschen und ist ja nur angewandte Forschung. Die meisten verstehen dann den Wink, dass sie aufhören sollen, arrogant zu sein, und manche aber regen sich schrecklich auf. Und die Psychologie ist ja so eine Zwitterwissenschaft. Zur Hälfte ist es Naturwissenschaft, zur Hälfte ist es eine Sozialwissenschaft. Und leider können die beiden Bereiche manchmal nicht so gut miteinander reden. Aber die eher naturwissenschaftlich denkenden Leute, da gibt es inzwischen evolutionäre Psychologie, wo Leute versuchen zu verstehen, warum sich Menschen so oder so verhalten oder auch Menschen verschieden verhalten. Und wir kooperieren jetzt auch mit Psychologen, die genau das untersuchen in einem größeren Forschungsprojekt. In der evolutionären Psychologie kann man zum Beispiel sehen, warum manche Sachen Menschen aufregen oder bestimmte Zeichen, Signale, die sie geben, wie ich sehe jetzt von Ihnen und Ihrer Vorderfrau, die überschlagenen Beine, das sind Signale, die gesendet werden an andere, oft unbewusst. Wenn man das sagt, nehmen sie die natürlich auseinander. Das ist Psychologie und das hat mit Evolutionsbiologie zu tun. Und auch in der Medizin gibt es das, dass wir oft nicht niesen, weil es uns nutzt, sondern die Viren und Bakterien, die wir haben, manipulieren uns, dass wir niesen, damit sie möglichst weit an möglichst viele andere Individuen verbreitet werden und sich dann dort vermehren können, in deren Nase und Rachen. Und deswegen sind wir nicht ganz so unabhängig und die Psychologie berücksichtigt das immer mehr, dass die Evolution unser Gehirn und die Funktion unseres Gehirns beeinflusst hat. Fragen?
Wie, sagen Sie, wird sich der Mensch in der Zukunft verändern? In den? Sagen Sie es nochmal, ich habe es akustisch nicht ganz verstanden. Wie wird sich der Mensch, also was denken Sie, wird sich in der Zukunft am Menschen verändern? Das hängt vom Selektionsdruck ab. Und da man nicht mal weiß, was in 10 oder 20 Jahren die Menschen machen, um ein Beispiel zu nennen, als ich in Ihrem Alter war, wurde ganz viel geraucht. Und das hat vielleicht ein bisschen abgenommen, weil gepredigt wurde, dass Rauchen schlecht ist. Aber es gab die Jahre, in denen Rauchen enorm abgenommen hat. Und das waren die Jahre, in denen Schüler im Pausenhof zeigen mussten, dass sie ein Smartphone haben. Und das ist einfach blöd. In der einen Hand die Zigarette und in der anderen Hand ein Smartphone. Die Bedienung klappt nicht, man hat keine Hand mehr frei. Und da haben viele Leute das Rauchen aufgehört. Und das konnte niemand voraussehen, weil man nicht wusste, wann das sowas wie ein Smartphone kommt. Andere Bereiche aus Science Fiction sind nicht in die moderne Welt übergekommen, zumindest noch nicht. Und deshalb lässt sich Evolution eigentlich fast nie voraussehen. Und man hat Tiere unter künstlichen Bedingungen den gleichen Selektionsdrücken ausgesetzt. Und oft festgestellt, dass die Tiergruppen anders darauf reagieren, dass die das Problem anders lösen. Es sind andere Gene beteiligt und manche eben kommen sehr gut hin zu dem Optimum, wie man sich verhalten sollte unter den Bedingungen. Andere Populationen schaffen das nicht. Also Evolution ist letzten Endes insgesamt sehr schlecht vorherzusagen, im Genauen, aber im Groben kann man es sehr gut verstehen, was da passiert. Und es hängt von unserer Umwelt ab. Wie die Umwelt aussieht in 100 oder 200 Jahren, wird uns beeinflussen, wie wir aussehen oder wie wir uns verhalten in 100 oder 200 Jahren. Jemand noch? Also könnte der Klimawandel einen Einfluss auf unsere Evolution haben? Er wird einen Einfluss haben auf die Verteilung der Menschen in der Welt, weil in vielen Gebieten Ackerbau nicht mehr möglich sein wird, die Menschen Schwierigkeiten haben werden, zu überleben, Nachkommen zu produzieren. Viele von denen werden flüchten, was schon angefangen hat. Und die Frage ist dann, wie der Mensch damit umgeht, ob das zu einem erhöhten Rassismus führt, um Leute, die nicht zu der jeweiligen Gruppe gehören, auszuschließen, oder ob man in den Gruppen, die weniger Rassismus zeigen, weniger Tote, weniger negative Konsequenzen hat und dort die Nachkommen, mehr Nachkommen produziert werden, oder ob die Rassisten zwar sich mit ihren Ideen durchsetzen, aber das zu einer Verringerung ihrer Nachkommenproduktion führt, sind ja oft, nicht nur, aber oft Männer, die besonders rassistisch sind, und wenn die keine Frauen mehr finden, keine Nachkommen mehr produzieren, findet Evolution statt, zusammen mit der sozialen Selektion. Aber auch das ist wieder so schlecht vorherzusehen. Ich denke, es wird sichtbare Zeichen der Evolution nach sich ziehen. Zum Beispiel, was ich schon gesagt habe, dass Menschen in Australien vermutlich eine dunklere Haut bekommen werden über 10, 20 Generationen. Und wo das stoppt, ist ja bisher noch gar nicht bekannt. Das hängt ja auch vom menschlichen Verhalten ab. Ich würde sagen, ob unsere Erde wirklich sich im Durchschnitt, wenn sie um 6, 7, 8 Grad erhöht, die Temperatur, dann führt das vermutlich zu einer riesigen Katastrophe, der in erster Linie wieder die armen Menschen in den äquatornäheren Gegenden besonders leiden werden. Und ein Kollege von mir, der es eigentlich besser wissen müsste, hat sich ein Haus gekauft, nachdem er eine feste Stelle bekommen hat in Bremerhaven. Und ich habe ihn gefragt, wie weit vom Meer bist du denn? Ja, es sind 25 oder 30 Meter, wir sind ungefähr einen Meter über dem Meer. Ich sagte, hast du dir das überlegt? Willst du das Haus an deine Kinder vererben? Ende dieses Jahrhunderts, die Rechnungen gehen mindestens ein Meter, aber eher 3 oder 4 Meter Meeresspiegelerhöhung. Dann stehen viele Städte, Teile New Yorks, Teile Hamburgs, Venedig zu einem erheblichen Teil unter Wasser. Das wird was auslösen am Menschen, aber es ist unklar sozusagen, was es wirklich in der Evolution auslösen wird, weil die unmittelbaren Folgen sind eher soziale. Und abhängig davon, wie die gelöst werden, ist der Selektionsdruck eben in der oder in der Richtung. Ja? Ich wollte fragen, ob auch Technologie kann die Evolution beeinflussen, wie Sie zum Beispiel, wie Sie in letzter Beispiel mit Rauchen und Smartphone genannt haben. Können Sie es bitte nochmal wiederholen? Ja, ich wollte fragen, ob auch Technologie die Evolution beeinflussen kann.
wie Sie im letzten Beispiel mit Rauchen und Smartphone genannt haben. Ja. Wenn es erbliche Neigung gibt, weniger zu rauchen, und das weiß ich nicht, ob das vorliegt. Ich glaube eher, das ist was Erlerntes von den Eltern oder aus Protest, wenn die Eltern besonders dagegen schimpfen, dass man es dann macht. Rauchen schadet relativ viel, aber ich weiß nicht, wie stark der Effekt wirklich auf die Nachkommenproduktion ist. Vielleicht war es mal von Vorteil, cool zu sein und damit eher jungen Partnern zu finden, mit denen man Kinder zeugen konnte. Und die uncoolen Leute, die nicht geraucht haben, haben das vielleicht nicht bekommen. Also es könnte in beiden Richtungen laufen, einerseits wegen den Gesundheitsschädigungen, andererseits wegen dem sozial förderlichen Kontext. Beim Rauchen, wie sagen, ist das nicht so leicht zu sehen und ich denke auch, vielleicht liege ich ein bisschen falsch, das, da habe ich keine Daten dazu, ist meine Vermutung, auch um Freunde zu ärgern, die rauchen und sagen, das ist doch, warum rauche ich nicht, ist doch was Tolles, dann sage ich meistens nur, na, ihr habt nicht genügend an der Mutterbrust nuckeln dürfen, das ist jetzt euer Ersatz später im Leben. Und dann ist das Thema normalerweise erledigt und das will ich ja auch. Also es ist nicht wissenschaftlich, was ich in dem Fall mache, sondern es ist eher Manipulation. Hört auf, mich zu bekehren zum Rauchen, sonst müsst ihr euch noch so mehr Zeug anhören, dass ihr das nur macht, weil ihr nicht genügend Liebe von der Mutter bekommen habt. Aber es hat vielleicht eine geringe Verbindung zum Rauchen. Und da ist es, glaube ich, besonders schwer beim Zuckeressen und zu viel zu essen. Da liegt es auf der Hand, denn Leute mit einem starken Übergewicht haben deutlich weniger Nachkommen als Leute, die das nicht haben. Das heißt, wer bei Verfügbarkeit von Nahrung sehr, sehr viel in sich reinschlichtet, die Personen, da meine ich jetzt wie in Amerika, ein Teil, dass die wirklich mehr als das doppelte Gewicht haben von dem, was sie haben sollten, die dann zum Teil nicht mehr durch Türen kommen oder gar nicht mehr laufen können, die haben normalerweise null Kinder. Das heißt, wenn es Erbanlagen gibt, die mehr dazu führen, dass sich Leute so vollfressen, dann wird das ziemlich sicher abnehmen. Also da glaube ich, ist der Selektionsdruck viel stärker, weil es im jungen Alter passiert, weil es sicher eine Konsequenz hat mit Ernährung, macht auch die Geburt gefährlicher als beim Rauchen. Und vielleicht mit Alkohol ist ähnlich. Ach, Technologie, Biotechnologie, ah. Bin ja kein Technologe. Wenn man Zigaretten entwickelt, die ungefährlich sind, dann haben sie gar keine Auswirkung mehr. Und dann ist das etwas, was rein kulturell bestimmt wird. Ich würde es jetzt mal so sagen. Oder wenn man Lungenkrebs immer rechtzeitig erkennen und heilen könnte, dann wäre die Selektion aufs Rauchen allein durch die sozialen Interaktionen bedingt. Und wenn es viele andere Leute blöd finden, verringert es vermutlich die Anzahl der Nachkommen, die man hat. Und wenn es viele positive Konsequenzen hat und erblich ist, dann wird das Rauchen in der Population gefördert. Aber ich glaube, dass in dem Fall nicht das Offensichtlichste ist, sondern oder mit der stärksten Selektion, sondern sowas wie Übergewicht oder sich Sonnen ohne Sonnencreme zu nehmen, dass da auch Technologie, ist ja Sonnencreme, wenn die nicht genutzt wird, dann nichts hilft. Aber wenn man es schaffen könnte, Menschen perfekt zu schützen, dann fällt die Selektion auf eine dunklere Haut weg. Ich glaube, das ist jetzt die letzte Frage. Ja? Wäre es bei der menschlichen Evolution auch möglich, dass ein weiterer Arm oder ein weiteres Auge irgendwie entwickelt wird? Interessante Frage. Solche sprunghaften Mutationen sind extrem selten bis fast gar nicht vorkommend. Es gibt kein anderes Säugetier, das vier Arme entwickelt hat. Aber es gibt Säugetiere, die zum Beispiel einen Greifschwanz entwickelt haben, also ein Körperteil, das schon da ist, als fünften Arm oder als fünfte Extremität nutzen. Und es gibt andere Säugetiere, wie zum Beispiel die Kängurus, die ihre Vorderextremitäten kaum mehr zum Laufen nutzen. Also man sieht, dass Evolution arbeitet mit dem Material, das sie hat, und so völlig neue Merkmale entstehen äußerst selten, sondern Evolution ist kein Ingenieur, sondern Evolution ist eher so ein Bastler, der halt eine kleine Sache verändert
oder ein Marketing-Experte, der sagt, da muss noch ein Schalter hin oder es muss besser aussehen. Und wir Menschen haben im Prinzip ein drittes Auge, nur das sieht nicht mehr. Eidechsen haben am Kopf eine Lücke im Schädel, sodass das im Gehirn ein Auge ist, das Licht wahrnehmen kann. Und das dient dazu, den Jahreszyklus und die Tageslichtlänge zu bestimmen. Wir haben dieses dritte Auge noch, aber das bekommt den Input nicht mehr direkt über Sonnenlicht, sondern über die Augen und Nerven vom Auge. Das ist unsere Zirbeldrüse, die uns sagt, wann Tag und Nacht ist. Und eines der Probleme, mit denen Jugendlichen zu kämpfen haben, ist, dass ihr Zeitzyklus mit der Pubertät verschoben wird, dass die meisten von ihnen, also man hat eine erbliche Eigenschaft, man ist entweder eher Lerche, also Frühaufsteher, oder Eule, also spät ins Bett gehen. Und mit der Pubertät werden praktisch alle jungen Menschen zu Eulen. Man bleibt auf und die Idee ist, dass sozusagen die jungen Leute, wenn die Eltern ins Bett gegangen sind, Gelegenheit haben, sich kennenzulernen und herauszufinden, mit wem sie was zu tun haben wollen. Und dafür wird sie auch heutzutage noch genutzt. Und dann später, wenn die Pubertät ganz vorbei ist, wird das oft wieder umgestellt dazu, dass man sich als Lerche oder Eule verhält. Und das zeigt, wir hatten ein drittes Auge, unsere Vorfahren, das wurde aber abgeschafft. Neuentwicklungen sind viel, viel seltener und gar nicht so leicht zu erklären. Es gibt einen Käfer, der hat 4 Augen, aber der hat die Augen geteilt. Der lebt auf der Wasseroberfläche, ein Teil des Auges oder 2 Augen schauen unter der Wasseroberfläche, 2 oberhalb. Und auf diese Weise funktioniert es dann eher. Dankeschön. So. Danke für die vielen Fragen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Es war uns eine große Ehre und Freude. Und hier ist was für Sie. Das sind griechische Spezialitäten. Oh, danke schön. Danke schön. Das Poster darf ich auch mitnehmen? Poster dürfen Sie auch mitnehmen. Dankeschön. Bekommen Sie Ihren Platz bei mir im Büro. Vielen, vielen Dank. Danke. Am Samstag kommen Studierende nach Athen zum Flughafen und ich fahre für die in ein Camp. Wir campen zusammen in der Nähe von Karpinissi und da kochen wir selbst und da können wir sicher vieles von dem gut verwenden. Dankeschön. Tschüss.